damit begrüße ich euch zurück zu meinem Let's Play von Sid Meier's Civilization 6. Ja, wir spielen immer noch die Römer und unsere kleine Staatszivilisation oder Stadt Rom erblüht in vollem Glanz. Allerdings, da oben macht uns schon Amsterdam ein bisschen Sorgen und Nidaros ist auch sehr nah. Das Problem hierbei ist eigentlich der Zivilisationsdruck oder Loyalitätsdruck, den die Städte aussondern. Wir sehen es gerade hier, wenn ich mir... Entschuldigung, das ist Loyalität. Bei Siedlern sehen wir es. Die beiden Orte, die ich mir eigentlich rausgesucht habe, also das Stadtgebiet hier oder diese Siedlungsstadt, hat schon einen Zivilisationsdruck von 7, was einfach durch die beiden Städte hier verursacht wird. Und auch der Ort, den ich mir hier unten ausgesucht habe, hat einen Druck von -4. Und ja, das ist nicht allzu prickelig. Das heißt, wir können nicht sofort dort neue Siedlungen bauen, sondern wir müssen warten, dass wir ausreichend Gouverneure in der Hinterhand haben, mit denen wir die dann hin und her manövrieren können. So, allerdings der erste Gouverneur ist in 4 Runden da und ich würde sagen, den will ich dann doch tatsächlich hier hinpacken, einfach weil die spanische Halbinsel sehr fruchtbar aussieht, wie es momentan ist. Also wir haben hier 3 relativ gute Ressourcen drumherum und den wollen wir uns sichern. So, aber ich glaube, wir haben jetzt mit allen bewegt. Ja, du sollst ja hier schlummern, aber du kannst mal ein bisschen hier ausruhen. Ah ja, hier haben wir noch unseren Siedler. Ach, ich wollte eigentlich mit dem hier runterziehen. Jetzt habe ich das... Ja, das sind halt die Pläne, die ich in der letzten Folge habe, die mittlerweile hinfällig geworden sind nach der Pause. So, genau, aber hier haben wir Gandhi und er will uns auch eine Delegation zukommen lassen. Und ja, ich würde sagen, wenn er uns 25 Gold locker machen kann, dann können wir das auch. Und genau aus dem Grund schicken wir dir auch eine Delegation. So, ich will momentan noch, soweit es geht, kriegerischen Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen. Und erstmal meine Zivilisation aufbauen. Hier habe ich mir schon mal überlegt, an der Stelle kann ich oder werde ich wahrscheinlich ein Campus bauen und dann am Anfang erstmal hier den Stein bewirtschaften und dann anschließend, wenn ich alles erforscht habe, beziehungsweise wahrscheinlich andersrum, werde ich mir den hier abbauen wiederum und da dann eins von den anderen beiden. Die Sache, worum was entscheidet, ob ich einen Campus baue oder erst einen wissenschaftlichen Bezirk, macht sich hiervon abfällig. Momentan hat noch keiner einen Propheten gebaut, aber auch kein Wissenschaftler. Und wenn ich sehe, dass einer davon schon gebaut wird, dann werde ich zu dem anderen switchen. Einfach mehr, um das zu sichern. So, ich will halt unbedingt diesen Wissenschaftler haben. Der ist relativ mächtig. Aber das habe ich ja schon in der letzten Folge erklärt. So. Ich will mir jetzt mal ein bisschen Amsterdam angucken und schauen, was mich da oben erwartet. Es ist auch gerade nicht nett, dass Amsterdam mir gerade so nah an die, auf die Pelle rutscht. Ich ziehe mal meine Soldaten wieder ein bisschen zurück. Sicher, sicher. Ich habe zwar einen Schleuderschützen in der Basis, aber... Oder in der Stadt. Aber man weiß ja nie. So, ich glaube, wir haben hier den Zugang zu Afrika. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier einmal den Landweg. Okay, die Holländer sind schon wieder abgezogen. Und wir haben irgendwas Neues gefunden. Ah. Nubia Guanan, Malikalina. Ofriaka marhabaloko gabloko. Tirfra Hilton unamena. Ja, und damit haben wir die Nubier getroffen. Ehrlich gesagt kenne ich die Nubier noch gar nicht so richtig. Ich habe die mir erst vor kurzem als DLC geholt. Und ich glaube, das ist mal das Volk, was wir uns in dieser Folge mal ein bisschen näher anschauen werden. Aber es ist mir auf alle Fälle eine Ehre, euch kennenzulernen. Amanitor. Wenn ihr in der Nähe seid, werdet ihr unsere Stadt besuchen. Unsere Pyramiden sind ein beeindruckender Anblick, besonders im Morgengrauen. Ja, die Nubier haben ja auch Pyramiden, genau wie die Ägypter. Aber ich glaube, die haben eh eine ähnliche Ursprungs-
Kultur und da drüben sind die. Okay, also ich bin jetzt gerade hier auf dem arabischen Subkontinent oder auf der arabischen Halbinsel. Und Afrika gehört anscheinend ihnen auch. Von ihnen bekommen wir eine Delegation. Ja, die ist uns auch willkommen. So, und wir haben den ersten Siedler. Und wie gesagt, den werde ich mir hier runterschieben. Und ja, meine Krieger werden den dabei eskortieren. Weil mir wird wahrscheinlich hier dieses Barbarencamp ein bisschen Probleme machen. Deshalb werde ich mal hier hingehen. So, was bauen wir? Genau, jetzt brauche ich den Kornspeicher auf alle Fälle, weil ansonsten habe ich hier das Wohnraumproblem. Und wir gucken uns weiter den arabischen die arabische Halbinsel an. Ist allerdings jetzt hier, um zu siedeln, nicht gerade ideal. Aber wir haben weitere Barbaren dort entdeckt. Ja. Dann haben wir hier den da unten. Okay, die haben alle bewegt. Dann machen wir die Runde mal fertig. Ja, du bleibst hier mal stehen. Mit dir ziehen wir hier nach. Und bitte hierher. Guck mal gerade, ich habe jetzt 347 Gold und krieg 9 Gold in der Runde. Wie viel würde mir dann der Kornspeicher kosten? Kornspeicher würde 26 Gold kosten. Ich glaube, ich baue den lieber, weil ich hätte den in, ne? Wie viele Runden müsste ich für einen Handwerker bauen? 8 Runden. Ne, dann kaufe ich mir jetzt einen Handwerker und baue hier das weiter. So, okay. Gut, Arabien macht mich jetzt nicht gerade an. Hier viel zu viel Wüste, kann ich mit meiner Kultur momentan oder mit meiner Zivilisation nichts anfangen. Im Gegensatz zu den Nubiern, die einen Bonus auf Wüstengebiete haben. Also zumindest haben sie ein Spezialgebäude, was sie darauf bauen können. So, wir ziehen hier runter und wir wollen ja im Prinzip hier das Barbarencamp ausräuchern. Ja, wir sehen, dass wir mehr Wohnraum benötigen, aber das war uns ja im Vornherein klar, dass einfach die Position, wo wir hier Rom gegründet haben, nicht gerade die idealste ist für den Anfang. So, aber wir können jetzt hier einmal das bauen. Wir gucken uns mal weiter um. Gehen ein bisschen auch Richtung Kabul. So. Du bleibst weiterhin hier stehen. Hier, du verschanzt dich jetzt einfach mal. So. Genau, hier bauen wir jetzt einfach mal eine Mine. Und wir gehen hier Richtung Kabul. Ja, mit dir ziehen wir jetzt nicht weiter. Du bleibst auch hier unten. Und sicherst uns lieber die Position. So. Ich hätte ja am liebsten hier gesiedelt. Aber dann haben wir wieder das gleiche Problem, was wir jetzt mit Rom haben. Kein Frischwasser. Deshalb ziehen wir hier hin. Und haben da wenigstens den Anschluss ans Frischwasser. Noch nicht wegziehen. Wir bleiben noch da. Und mit den Handwerker bearbeiten wir jetzt hier unsere Bonusressource. Oder Luxusressource ist es ja eigentlich. So, ja. Auch du bewachst hier mal die Gegend, bis unser Siedler da ist. So. Ah, Sjóðinn er varnarlaus, vinur minn. Árás væri auðveldaverk. Ja, er beschwert sich gerade, dass unsere Küsten unbewacht sind, was daran liegt, dass wir auch natürlich keinen Hafen oder irgendwas haben.
Deshalb, der kann ruhig kommen. Kaputt machen kann er eh nichts. Aber wir haben gerade unser Pantheon gebaut. Das ist ja nicht schlecht. Dann können wir noch mal gucken, ob wir was Interessantes finden. Irgendwas, was uns helfen könnte. Sehr schön sind natürlich die Erweiterung der Stadt und dadurch zusätzliche einen zusätzlichen Siedler zu bekommen. Aber ich, so wie das aussieht, ist dieser Boni schon vergeben. Dann hätten wir Annehmlichkeiten und Wohnraum für Städte mit einer heiligen Stätte an einem Fluss. Wir haben nicht mal bei Rom einen Fluss, das bringt uns also auch nichts. Große Persönlichkeitspunkte durch heilige Städte, Campus, Gebäude mit Bibliotheken und Theaterplätzen mit. Das ist nicht schlecht, damit kriegen wir schneller an, kommen wir schneller an große Persönlichkeiten. Werden wir uns auf alle Fälle mal im Hinterkopf behalten. Fischerboote, Kultur durch Weiden. Weiden haben wir auch nicht. Was interessant sein könnte, ist Kultur durch Plantagen. Wir haben zumindest mal hier schon eine Plantage. Und wenn das hier mit unserer spanischen Insel gut klappt, hätten wir hier eine Plantage und hier eine Plantage. Aber ist mir trotzdem noch zu ungewiss. Manchmal hat man ja das Vorteil, wenn man so in Dschungelgebieten ist, dass man da viele Bananen hat. Dann würde ich das auf alle Fälle nehmen. Glaube durch Steinbrüche hätten wir hier. Allerdings wollen wir den Steinbruch ja noch abbauen. Deshalb ist das hier auch nichts für uns derzeit. Ich glaube, wir bleiben bei der großen Persönlichkeitsboni. Das bringt uns jetzt derzeit gerade am meisten. Einfach um schnelle Religion zu gründen und nachher aber auch schnelle Wissenschaftler zu bekommen. Wir nehmen dieses Pantheon. So. Und fortfahren. Genau. So, dann will ich jetzt momentan aber kein weiteres bauen. Mein Plan ist eben hier entweder, ich glaube, die Heilige Stätte habe ich jetzt als erstes, genau, die Heilige Stätte hier hinzubauen. Dann sollte ich die den Steinbruch abtragen. Dann müsste ich Produktion kriegen und schneller die Heilige Stätte kriegen und natürlich auch wieder hier den Slot frei, um dann nachher die nächste, den Campus zu bauen. Genau, so. Ausrichtungsbonus für Mystik haben wir. Pantheon gegründet haben wir. Okay, eine Einheit braucht einen Befehl. Damit, mit dem ziehen wir über den Fluss. Dich schicken wir wieder in die Stadt rein, damit du nicht verloren gehst auf einmal. So, den Siedler können wir jetzt hierher ziehen und können ihn gründen. Hier müssten wir auch gleich unseren ersten Gouverneurstitel haben. Also auch perfekt, dass wir hier Aquila sichern können. Denn in 46 Runden gibt es eine Rebellion. Und das können wir super aufheben, wenn wir da unseren ersten Gouverneur hinschicken. So, dann haben wir hier die Produktion. Ich würde sagen, wie viel Geld haben wir? Können wir uns einen Händler kaufen? Wir können uns einen Händler kaufen. Perfekt. So, und ja, momentan bauen können wir nichts. Dann würde ich sagen, bauen wir uns einen Schleuderschützen. Einfach, um das Gebiet hier zu sichern. So. Okay, du bleibst hier. Das ist auch alles gut. Du ruhst dich hier eine Runde aus. So. There is no shame in deterrence. Having a weapon is very different from actually using it. Weise Worte von Gandhi. Eine Waffe zur Abschreckung zu haben, ist was ganz anderes, als eine Waffe auch einzusetzen, sagt der Typ, der mit Atombomben auf uns wirft. Irgendwann, in ferner Zukunft. Wir wissen es ja schon. So, okay, wir haben auch. Ich glaube nicht an Astrologie. Ich bin Schütze. Die sind von Natur aus skeptisch. Betrachte die Vergangenheit. Die großen Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. So, okay, wir haben das frühe Reich abgeschlossen. Damit kriegen wir nachher unseren Gouverneur. Aber als erstes, wir machen jetzt eine Handelsstrecke nach Rom auf und dafür kriegen wir nämlich ein zusätzliche Nahrung, was uns helfen wird, dass dieser Ort hier schneller wächst. Außerdem kriegen wir ein zusätzliches Produktion und ein Gold und wir sehen es auch schon, wenn man genau hinguckt, die Straße existiert schon. Das heißt, der Handelsweg ist insgesamt kürzer, als wenn
der Händler das erste Mal durchziehen müsste. Deshalb läuft er auch nur 8 Runden. 20 Runden geht eine Handelsstrecke mindestens. Deshalb wäre eigentlich am besten, wenn es 10 geht. Jetzt wird das Ganze 18 und dann nochmal 18 Runden laufen, weil er muss ja einmal hin und einmal zurück. Reicht dann nicht. Also nochmal hin. Also am besten wäre es gewesen, wenn er noch 2 Felder weiter hier drüben gewesen wäre. Aber da wäre es ja von der Produktion her nicht ganz so praktisch gewesen wie hier. Wir nehmen es also in Kauf und bauen den nächsten. So, damit haben wir das Heureka bekommen für den Handelsweg. Auch nicht schlecht. Und wir gucken uns jetzt mal hier weiter. Und ich würde jetzt einfach mal die Gelegenheit gucken und wir schauen uns mal das Nubische Reich genauer an. Was erfahren wir denn über Nubien? Da müssen wir mal ganz kurz in die Zivilpedia gehen. Nubien. Also, Nubien. Einzigartige Fähigkeit Tal Ceti. 50% Produktion für Fernkampfeinheiten. Alle Fernkampfeinheiten erhalten 50% zusätzliche Kampferfahrung. Minen auf strategischen Ressourcen liefern auch nochmal plus 1 Produktion. Und Minen auf Bonusressourcen und Luxusgüter plus 2. Also, sehr gute Fernkämpfer. Und auf Minen und auf Bonusressourcen haben sie auch nochmal plus. Entschuldigung. So, aber jetzt hier der historische Kontext. Das an der großen Biegung des Nils in Norden Afrikas gelegene Nubien bildet das Tor zwischen dem Roten Meer und dem Nildelta. Ein Ort des Handelns, der sich von den Quellen des Nils bis zur Mündung im Mittelmeer hätte erstrecken können. Bedauerlicherweise für Nubien hatten die Ägypter nördlich ihres Landes andere Vorstellungen, also wechselten die beiden Zivilisationen sich Jahrtausend Jahre lang ab als argwöhnische Nachbarn, Eroberer und Vasallen, bis eine Abfolge von Invasoren aus fernen Ländern ihre Rivalität endgültig beendete. Also wir sehen schon Nubien und Ägypten, zwei alte Feinde. Die frühesten nubischen Zivilisationen begannen im heutigen Sudan. Der Staatschef Stadtstaat Kerma lag in einem fruchtbaren Basim am Nil, etwas südlich des dritten Katakas. Ich glaube, Kerma gibt es auch als Stadtstaat. Seine ideale Lage macht Kerma zu einem Handelszentrum, das vom Land ebenso leicht zugänglich war wie über Wasser. Die Entdeckung und Ausschöpfung umfangreicher Mineralvorkommen sowie von Ebenholz und Gold festigte Kermas Aufstieg. Der Handel brachte Wohlstand mit sich, der wiederum Überfälle durch jene zur Folge hatte, die Wohlstand begehrten, ihn jedoch nicht durch Handel erlangen konnten. Kerma befestigte seine Stadt und seine Wege und dehnte seinen Einfluss allmählich entlang des Nils aus, bis sich seine verbündeten Dörfer, Festungen und Handelsposten über fast 1287 Kilometer erstreckte, in etwa der Entfernung vom 1. bis zum 5. Katarakt. Was auch immer das ist. Wenn ihr das wisst, was ein Katarakt ist, schreibt es mir doch in die Kommentare. Zur damaligen Zeit stand es Ägypten hinsichtlich Größe und Einfluss in nichts nach. Es hat nur wenig von Kerma die Zeit vom 2. Jahrtausend vor Christus bis heute überdauert. Sofern sein Volk über eine Schriftsprache verfügte, ist sie längst verloren gegangen. Die meisten Aufzeichnungen über dieses Reich entstammen ägyptischen Texten, die von verschiedenen kleineren Zusammenstößen mit den nubischen Nachbarn berichten. Dort wird Kerma als starke, zentralisierter Staat beschrieben, doch ein großes Gebiet ohne schriftliche Sprache zu verwalten, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Trotz der andauernden Konflikte zwischen den benachbarten Reichen nannten die Ägypter Nubien das Land des Bogens, nach den überragenden nubischen Bogenschützen, deshalb auch der Bonus auf Bogenschützen, die den Großteil von Kermas Streitmacht ausmachten. Wie sehr diese Krieger ihre Gegner beeindruckt haben müssen, zeigt auch, dass einer von den Ägyptern auf nubischem Gebiet errichtete Posten den Namen der Widerstand gegen die Bögenvölker bekam, eine Verkündung und eine Bestrebung zugleich. Kerma erreichte den Höhepunkt seiner Stärke etwa 1580 vor Christus. Doch ein unglückseliges Bündnis mit den Hyksos führte schließlich zu seinem Untergang. Die Hyksos waren Invasoren aus dem Osten, die Mitte des 17. Jahrhunderts vor Christus Teile des Ägyptens besetzten, aber in der rebellischen Bevölkerung und der überlebenden ägyptischen Dynastien in Theben auf großen Widerstand trafen. Kermas Absicht lag darin, den Rest zu verteilen und die Ägypter
ein für alle Mal zu zerschlagen. Das hätte beinahe funktioniert. 30 Jahre lang fügt der Kerma dem ägyptischen Territorium tiefe Wunden zu und riss religiöse sowie kulturelle Artefakte an sich, bis es Ägypten schließlich gelang, die Hyksos zu stürzen und zu vertreiben. Kermas Invasion war so großflächig und schmerzhaft, dass die Ägypter sämtliche Aufzeichnungen darüber und jegliche Erwähnung der 15. Dynastie der Hyksos vernichteten. Was sie jedoch nicht auslöschen konnten, das waren die in Kerma angehäuften ägyptischen Schätze. Dennoch vergaßen die Pharaonen diese Demütigung nicht. Tutmosis I. zahlte es ihnen ein Jahrhundert später zurück, indem er die Stadt Kerma einnahm. Sein Nachfolger Tutmosis III. Drang noch weiter ins nubische Gebiet vor und erklärte schließlich den Berg Gebel Barkal und die nahegelegene Stadt Napatar zur neuen Südgrenze Ägyptens. Nubien wurde etwa 400 Jahre lang von den Ägyptern regiert. Natürlich gab es zahlreiche Rebellionen, doch mit der Zeit vermengten sich die nubischen und die ägyptischen Kultur immer mehr. Kerma verblasste und die treue Provinz Nubien wurde die Quelle des ägyptischen Goldes, Ägyptens Weg zum Roten Meer und seine Bogenschützen wurden nun von den Feinden Ägyptens gefürchtet. Bis zum 10. Jahrhundert vor Christus hat sich der Fokus Ägyptens so sehr auf das Mittelmeer und den anschließenden Zusammenbruch des Neuen Reiches verlagert, dass Nubien sich selbst überlassen blieb. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte stieg das Reich von Kusch langsam auf und libysche Prinzen bezwangen Ägypten, das sich selbst überfordert hatte. In einer seltsamen Wendung des Schicksals erklärte König Pir von Kusch, er handelte im göttlichen Auftrag des Amun, eines ägyptischen Gottes, dessen Tempel am Gebel Barkal der ägyptische Pharao Tutmosis III. Hatte bauen lassen, um Unterägypten von den libyschen Eindringlingen zu befreien. Mit dieser Begründung nahm der nubische König die Herrschaft des Niltals an sich, gründete die 25. Dynastie und strebte nach, Ägypten wieder zu einem einstigen Ruhm zu verhelfen, natürlich unter nubischer Flagge. Eine Zeit lang gelang das. Pir und sein Nachfolger machten es sich zur Priorität, die Denkmäler, Tempel und öffentlichen Werke wieder aufzubauen, die unter fremden Kontrolle lange vernachlässigt worden waren. Die Wiederbelebung der ägyptischen Kultur war die größte Errungenschaft des 25. Dynastie, aber sie sollte nicht von Dauer sein. Wie klein ein Wespennest auch sein mag, hineinzutreten ist selten eine gute Idee. Die Botschaft missachteten mehrere Pharaonen der 25. Dynastie, die ihren Einfluss auf den Nahen Osten erweitern wollten. Dadurch gerieten sie mit dem Neu-Assyrischen Reich in Konflikt, das den Nahen Osten als Vasallen ansah. Es half auch nicht, dass Pir die Rebellion Kanaanas gegen die Neu-Assyrischen Herrschafter unterstützte. Der Neu-Assyrische König Asrahadon, ich bin nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird, brachte seinen Unmut deutlich zum Ausdruck, als er 674 vor Christus in Ägypten einfiel. Nur 3 kurze Jahre später war es den Invasoren gelungen, die 25. Dynastie zu stürzen und Nubiens Bestrebungen nach einem Imperium ein für alle Mal zu beenden. So, das war unser pädagogischer Auftrag für heute. Ihr habt jetzt ein bisschen was über Nubien gelernt. Ich fand es auch interessant. Ich habe mich echt von Nubien nie großartig was mitgekriegt, außer vielleicht mal ganz am Rande an diesem ganz furchtbaren Film The Scorpion King. Da waren das, glaube ich, nämlich auch Zivilisation, die gegen Ägypten aufgebegehrt hat. Aber das war auch alles. So, aber unsere Bedrohung durch die Barbaren herrscht immer noch. Und damit meine ich jetzt nicht die Leute aus Amsterdam, die übrigens hier, sehe ich gerade, eine neue Stadt gegründet haben. Uiuiui. Das wird dann hier schon schwieriger nachher. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch gründen darf. Siedler? Nein, ich darf hier nicht mehr gründen. Ich kann nur noch hier unten gründen. Das hat jetzt gerade ein bisschen schlecht gemacht. Dann muss ich mal ganz kurz meine Nadel hier hinsetzen. So, ein Stadtzentrum. Damit bleibt mir nur noch hier meine nächste Siedlung zu bauen. Und dann halt später hier drüben. Aber ich muss ja erstmal von hier darüber expandieren, damit der Zivilisationsdruck nicht zu stark wird. So, aber jetzt dürfen wir erstmal eine neue Forschung wählen. Was nehmen wir denn? Ja, ich würde als nächstes die Schrift machen, einfach damit wir den Campus als nächstes bauen können. So.
und 3 Runden, dann können wir die nächsten Sachen bauen. So, dann haben wir hier, geht's weiter. Ich brauche auch gleich noch den Staatsdienerturm, damit ich auch gleich den zweiten Gouverneurstitel habe. Aber jetzt erstmal hier das Geländefeld bauen wir. Und wir dürfen einen Gouverneur erkoren. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was ich nehme. Ich würde Liang nehmen. Und Liang werde ich hier hinsetzen. Liang nehme ich gerne immer, weil sie die Möglichkeit hat, Aquakulturen zu bauen. Damit kann ich nachher Wasserfelder wie die hier zum Beispiel ernten. Gut anbauen und die lohnt sich wirklich. So, wir bauen sie hier hin und von 0 Loyalität gehen wir auf 8 Loyalität. Wir haben einen positiven Loyalitätsdruck und das Problem haben wir gelöst. Wie Handel weigert, denkt vaak, dat hij maar van ons kan pakken wat hij wil. Hij heeft het flink mis. Ja, und die Wilma, die ist ein bisschen sauer auf uns, weil wir untereinander handeln, also mit mir selbst handle, also zwischen Aquilien und Rom und nicht mit ihr. Das mag sie nicht besonders, aber keine Sorge, sobald wir wieder ein bisschen Kapazität haben, werden wir auch mit Amsterdam handeln. So, okay. So, das baut sich gerade so auf. Dann werde ich jetzt erstmal hier runterziehen und gucken, dass ich den hier platt mache, den Kundschafter. Damit kriege ich ein bisschen Erfahrungspunkte für meine Krieger, was sie ein bisschen stärker macht, so dass ich nachher gut gegen die Speerkämpfer hier in dem Dorf zu Felde ziehen kann. So, da nochmal 3 Runden. Was macht unser Speer? Den können wir jetzt auch ein bisschen ziehen. Den können wir mal erstmal bis hierhin ziehen. So, hier kann ich gerade nichts machen. Dann nächste Runde. Ja, okay. Stadt verliert Loyalität. Das hat sich ja... Was? Rom verliert Loyalität? Warum? Ach, Rom verliert Loyalität wegen Tilburg. Und Tilburg verliert auch Loyalität. Das müssen wir dringend ausgrenzen. Ja, wie... Genau, ich verliere Loyalität, weil meine Stadt relativ klein ist. Im Vergleich zu Amsterdam, die groß ist. Und das liegt natürlich hier dran, dass... ja, wir momentan nicht viel mehr Wachstum haben. Was sich aber gleich ändert, in einer Runde haben wir den Kontenspeicher, dann können wir zumindest mal den Wohnraum auf 5 erweitern. So, dich greifen wir hier an. Ich glaube zwar nicht, dass das was bewirkt. Wir haben damit noch nicht genug Erfahrungspunkte gesammelt. Gehen mal weiter. So, okay, jetzt können wir die heilige Stätte bauen. Die heilige Stätte gehen wir hier hin. Ja. Okay, das ist jetzt natürlich falsch. Da machen wir den hier hin. So. So, okay, das hätten wir auch. Habe ich nicht gerade gesagt, ich soll da die heilige Stätte hinbauen? Jetzt. Genau, jetzt haben wir hier, bauen wir hier die heilige Stätte. Jetzt, damit die heilige Stätte möglichst schnell gebaut ist, bauen wir hier den Steinhaufen ab. In der nächsten Runde. Dann kriegen wir die ein bisschen schneller. Notfalls können wir hier auch noch den Wald nachher abbauen. Das ein bisschen zu beschleunigen. Und in 2 Runden haben wir den nächsten. So, wir gehen jetzt hier hin. Dann haben wir nämlich einen Angriffsbonus wahrscheinlich. So, wir wollen nicht abbauen. Oh, ich kann Steine noch gar nicht abbauen. Die kann ich erst mit der Steinmetzkunst. Das ist natürlich blöd. Dann holen wir uns hier den Berg hier. Okay, aber die Schrift ist auch gleich entwickelt. Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. So, okay. Und hier greifen wir mal an.
immer noch leicht im Vorteil. Auf alle Fälle haben wir hier weites Gebiet. Blöderweise haben wir hier eine große Sandwüste, was auch hier steht. Das ist nicht so gut. So, wir dürfen die nächste Forschung machen. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir die Steinmetzkunst. Entwickeln wir relativ schnell, damit ich den Steinbruch abbauen kann. So. Weil wenn ich den Steinbruch einfach, oder wenn ich jetzt einfach nachher den Campus hier drauf baue, geht im Prinzip die Ressource Bonussteine einfach verloren und das wäre echt schade. So, wir gucken wieder hin, machen wieder ein klein bisschen mehr Schaden und reicht es für die, das reicht für ein Level Up, perfekt. So, wir können hier hinziehen. Okay, hier wimmelt es anscheinend von Barbaren. Ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge wie geflochtene Picknickkörbe. Ja, yep, geflochtene Picknickkörbe. Eine Errungenschaft der Zivilisation. So, okay, jetzt haben wir hier ein anderes Problem. Wir haben hier einen Barbarenreiter, den wir eigentlich unterlegen sind. Aber wir haben jetzt hier eine Beförderung. Und da können wir uns gleich mal hochheilen. Super, das hat es auch gelohnt. So, dann würde ich als nächstes das Staatsdienertum entwickeln lassen. Dann kriegen wir den nächsten Gouverneur, was uns hilft, hier Rom vor dem Loyalitätsdruck zu bewahren. Aber wir sind wieder bei voller Loyalität, sehen wir gerade. Also perfekt. Während Tilburg Loyalität verliert. Vor allem gehe ich mal davon aus, wegen Norwegen hier oben. Wobei, einer geht hier hin, das könnte von allen Seiten kommen. So, das ist halt das Problem, wenn man auf so engen Kontinenten kämpft. So, wir bauen den Wald ab für 30 Produktion. Und in 2 Runden haben wir damit unsere heilige Stätte. Und damit verdienen wir auch die ersten Punkte für unseren großen Propheten. Damit wir den möglichst schnell kriegen. So. Okay, da unten haben wir ein kleines Dorf entdeckt. Das holen wir uns dann, vorausgesetzt wir überleben es. Eine starke Dürre in dem Stadtstaat. Die Heuschrecken sind schon überall. So, ups, das war vielleicht nicht ganz so clever hier zu dem Schleuderschützen zu wechseln. So, dann haben wir... Ich würde erstmal den hier besiegen. Okay, den hätten wir. Jetzt habe ich nur Angst, wenn der mich angreift. Wobei... Ja, ich müsste noch im Plus sein. So, okay, nächste Runde. Die Karawane ist unterwegs. Eieiei. So, bei der Errichtung unserer ersten Bezirkes ist klar geworden, wie wichtig die feste Zuweisung von Arbeitern für solche Projekte ist. Die Entwicklung der Ausrichtung Staatsdienertum hat große Fortschritte gemacht, weil wir haben unseren Heiligen Distrikt gebaut. So, der Heilige Distrikt müsste jetzt schon unsere ersten Persönlichkeitspunkte bauen. Wir sehen zwar noch nichts, aber so wie es aussieht, hat auch kein anderer welche. Das ist nicht schlecht. Das gleiche sieht es übrigens auch aus bei den Wissenschaftlern. Doch, irgendein unbekannter Spieler baut hier schon Wissenschaftler-Punkte auf. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, bevor sie uns da den wegklauen. Aber noch, genau, jetzt baue ich erstmal hier den Schrein auf. Hier baue ich mal
Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen. Wir bezwingen uns selbst. Und damit haben wir den Mount Everest gefunden. Und zwar unser erstes Naturwunder. Und dafür kriegen wir in der Steinmetzkunst-Bonus. Das heißt, wir haben auch gleich den Steinmetz. Und wir kriegen auch noch einen Heureka für das Segeln, weil wir wahrscheinlich einen anderen Kontinent entdeckt haben. Nee, weil wir jetzt an... Einfach so haben wir einen Heureka bekommen. Einfach nur so. Okay, manchmal weiß man nicht genau, warum man Heureka bekommt. Also wir haben eben das... Wir haben die Staatsdienertum bekommen. Wir hatten... Ja, also... Entschuldigung. So, wir haben... Also wir haben auf alle Fälle mal Zeitalterpunkte dafür bekommen. Zögerliche Grußworte, Nugien... Okay, das haben wir auch. Weltwunder, Technikbonus, Steinmetz, Kunstsegeln. Segeln haben wir auch. Und wir haben eine Beförderung. Die machen wir gleich. Und zwar nehmen wir die Hügel, weil die Wüste doch sehr hügelig ist. Und dann können wir vielleicht den Schleuderschützen nachher vor der Nase abhauen, bevor die unseren armen Speer über den Haufen schießen. So, jetzt sieht's aus. Kann den besiegen und ich besiege den auch. So, und dafür müsste ich wieder 50 Gold kriegen. Und 3 Zeitalterpunkte. Und nochmal, wir haben einen Barbaren-Außenposten eingenommen und deshalb haben wir die Militärtradition ein klein bisschen fortentwickelt. Und ja, auch ausreichend Barbaren getötet, damit wir die Bronzeverarbeitung haben. Das ist gut. Die Steinmetzkunst haben wir auch demnächst. Jetzt müsste ich auch mal ganz kurz gucken, ob ich auch schon genug Geld wieder habe für einen Handwerker. Nein, da brauche ich 215. Also in der nächsten Runde habe ich genug, um den Steinmetz Handwerker zu bauen. Und in der übernächsten Runde kann ich dann hier den Bereich fertig bauen. Wunderbar. Ich werde den jetzt hier nicht angreifen, weil ich da eher meinen Krieger vernichte. Deshalb werde ich den jetzt hier einfach zum Ruhen bringen. Dich ziehe ich jetzt mal in aller Ruhe hier hin. Schön weit weg von den Schleuderschützen. Und damit die Stadt hier nicht zugrunde geht, jetzt darf der Speer zeigen, was er kann. Ja, okay, und den können wir nachher auch befördern. Wunderbar. Läuft ja alles wie am Schnürchen soweit. Genau, die Runde. Wir haben jetzt 215. Damit kann ich jetzt hier meinen Handwerker bauen. Und in der nächsten Runde kann ich ihn hier hinziehen. Kann damit den Schrein beschleunigen. So, du kommst hier hin. Und mit dir ziehe ich dahin. Dann kann er hier jetzt endlich das Stein abbauen. Also in der übernächsten Runde. In der nächsten Runde. Noch eine Runde braucht er, bis ich die Steinbrüche abbauen kann. Okay, das haben wir auch. So, Wilhelmine will mir 21 Gold geben und offene Grenzen, ja, machen wir. Wir teilen sowieso immer gerne offene Grenzen und wenn ich noch Gold dafür kriege... Wir schnitzen Stein, stellen Säulen auf oder schneiden buntes Glas, um etwas zu errichten, das viel größer ist als wir selbst. Tja, das bezeichnet man als wunderbares Timing. Jetzt ist unser Handwerker da, kann den Stein hier abbauen... Damit haben wir in der nächsten Runde unseren Schrein fertig. Das heißt, wir kriegen dann auch noch bedeutend mehr Punkte. Wir kriegen ja jetzt schon einen Punkt für den großen Propheten dafür, dass wir den überhaupt haben. Und kriegen damit unsere erste Zivil... Ja, so wie es aussieht, unseren ersten Propheten, damit auch unsere erste Religion. In der nächsten Runde kriege ich nochmal zusätzlich, also zwei...
große Propheten pro Runde. Das heißt, ich kriege nicht in 60 Runden, sondern in 30 Runden. Dann kann ich bald den Wissenschaftler bauen. Jetzt muss man ganz kurz gucken, wer hat da jetzt hier schon ein unbekannter Spieler. Oh, der ist schon bei 4. Das ist, da müssen wir uns nachher, müssen wir wahrscheinlich sogar noch eine Karte reinlegen. So. Jetzt erstmal die Technologie bauen. Ich würde mal auf Segeln gehen. Einfach damit wir jetzt hier unten auch die Wasserflächen dann bewirtschaften können. Dich brauche ich jetzt hier nicht mehr. Da würde ich sagen, kommst du mal hier runter, damit du hier den Wein für uns bestellen kannst. So. Und ja, du heilst dich jetzt einfach mal. Und mit dir gehen wir mal hier hin. Oh, irgendwas haben wir jetzt gerade... Ich bin Robert Bruce. Scotland me falweth. Be it through ach feld so huet author o battalia. Ja, da haben wir die Schotten gefunden. Ich wusste ja schon aus irgendeinem Grund, dass es die Schotten gab, weil in einer diplomatischen Depesche waren die Schotten ja schon angekündigt. Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Und möchtet ihr euch unsere Hauptstadt ansehen? Natürlich schauen wir uns eure Hauptstadt an, die wahrscheinlich auch irgendwo auf den britischen Inseln versteckt sein muss. Ja, also im Prinzip hier oben wahrscheinlich. Und das, was einmal als London bekannt sein wird, das heißt jetzt Aberdeen. Was auch nicht schlecht ist, das grenzt hier ein bisschen Amsterdam ein. Wir haben es jetzt hier noch einigermaßen gemütlich. Wir müssen gucken, dass wir hier relativ schnell vielleicht auf den anderen Kontinent übersiedeln können. Aber wir haben jetzt dank der Iberischen Halbinsel zumindest einen guten Übergang zum Atlantischen Ozean. Ich wollte gerade zum Atlantischen Pazifik sagen. Das macht gar keinen Sinn. Zum Atlantischen Ozean und können dann hier irgendwann in mehreren tausend Jahren da eine neue Welt entdecken. So, okay. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier mit Europa abgeben. So, okay. Und ich glaube, wir sind hier schon in Asien, kann das sein? Mal ganz kurz Kontinentkarte angucken. Ja, das ist hier schon Asien. Also wir sehen hier, ab da beginnt Asien. Hier unten haben wir Afrika und Europa. Gut, wenigstens sind die Kontinente klar verteilt. So, eine Einheit braucht einen neuen Befehl. Delhi. Ah, da haben wir Indien. Okay. So. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables Endergebnis. So, jetzt können wir die Politik ändern. Aber ich glaube, wir bleiben momentan noch dabei. Wobei, nein, ich ändere das jetzt in Produktion in alle Städten um. Kriegen dadurch einen kleinen Boni. Kampfstärke gegen Barbaren lassen wir noch drin. Politik bestätigen. Weil jetzt die ersten Glaubenspunkte haben wir ja schon gesichert. Wir haben ja auch jetzt hier auch schon unsere heilige Stätte. Haben jetzt auch schon unseren Schrein hier gebaut, den man jetzt hier schön sehen kann. Wir können einmal ganz kurz. Einmal hier rum. Unser wunderschönen Schrein in der Mitte. Und jetzt können wir im Prinzip noch ganz kurz das nächste. Jetzt können wir die politische Philosophie bauen. Eine der unserer ersten wichtigen zivilisatorischen Errungenschaften. Also neben dem Picknickkorb von vorher. Und nein, den Campus können wir noch nicht bauen. Wir brauchen noch 2 Runden, bis wir den Campus bauen können. Eieiei. Aber dann würde ich doch mal das Investment hier in den Siedler reinstellen. Aber dass wir den mal schon mal anfangen können zu bauen. Die 2 Runden, bis wir den Campus machen können. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier bauen. Da. Was kriegen wir für einen Bonus auf heilige Städte? Kriegen wir nur ein. Campus. Ein. Ich baue hier einen Campus hin.
einfach aus dem Grund, wir müssen jetzt uns ein bisschen Gas geben gegen den anderen Entwickler. So, hier bauen wir Magnus hin. Beförderung ernennen. Weil du wirst unsere Hauptstadt zum Siedeln am Anfang. Und können auch ein bisschen unseren Druck aufrechterhalten. So. Wir schauen uns ein bisschen Aberdeen an. Und da haben wir auch schon unseren Bogenschützen. Wunderbar. Unser Handwerker, der soll ja auch hier irgendwann mal herkommen. Der kann dann hier ein bisschen die Weinplantagen anbauen. Ja, das läuft jetzt eigentlich alles gut. Hier können wir zwei Minen noch bauen. Das ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise hier können wir auch noch ein paar von den Fischen, Thunfischgebieten anbauen. Wir haben einen, das haben wir auch schon fertig. Und ein willkommener Regen, Hachipu, wie auch immer, haben jetzt auch wieder keine Dürre mehr. Perfekt. Das ist eigentlich jetzt doch ein wunderbarer Zeitpunkt, mich zu verabschieden. Ich sage wieder danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare, vor allem Tipps, was ich hätte anders machen können oder wenn ihr andere alternative Vorschläge habt. Nur denkt dran, damit ich weiß, wo ich mich für was entschieden habe und wie man es hätte anders machen können, schreibt mir auch die Begründung dazu in die Kommentare rein und vielleicht auch den Zeitcode, damit ich genau weiß, auf was ihr euch bezieht. Und ansonsten nochmal vielen Dank natürlich auch an meine Kanalmitglieder, die mir es ermöglichen mit ihren kleinen Obolus im Monat, dass ich mich auch mal so kleinen Nischenprojekten hier wie Civilization 6 widmen kann. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.